Ein herzliches Willkommen hier aus Troppis Holzhütte. Schaut mal, was ich gebaut habe. Ein Drechseleisenhalter. Genau. Schaut mal. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich diesen Drechseleisenhalter gebaut habe, dann bleibt dran. Zum Abschluss oder zum Ende des Videos sehen wir uns wieder mit ein paar Erklärungen. Und los geht's.
Ja, meine lieben Zuschauer, das war es hier, das Projekt mit diesem Drechseleisenhalter. Vielen Dank, schaut mal hier diese Firma, vielen Dank. Die Firma hat mir hier, schaut mal, dieses Drechseleisen zur Verfügung gestellt. Das ist hier so ein flaches Drechseleisen, also mit gerader Kante. Unten in der Videobeschreibung kann ich euch das alles nochmal verlinken, falls jemand da Interesse hat oder so. Ja, es gibt ja auch Drechseleisen mit Wendeplatten, mit festem Griff. Aber ich habe mir überlegt, bei den meisten Drechseleisen hier bei meinem alten, schaut mal, bei meinem anderen Drechseleisen, auch mit Wendeplatte, den habe ich euch, glaube ich, schon ein paar Mal gezeigt, ist das auch ein schöner langer Griff. Aber das Problem ist wirklich immer, ich bin angewiesen, weil ihr wisst ja, ich habe ein bisschen größere Hand und mir ist der Griff vom Durchmesser einfach zu gering. Der ist zu dünn und das ist natürlich der Vorteil, dass man dann seinen Griff, den Durchmesser, den ich mir jetzt gebaut habe, wirklich richtig griffig ist, also richtig für meine Hand angepasst. Und ich habe mir den extra so stark, ich weiß gar nicht, wie stark der hier ist. Mm ist der hinten an der dicksten Stelle. 37 mm, wie gesagt, ich habe mir den ein bisschen stärker gebaut. So habe ich den wirklich richtig toll im Griff. Und schaut mal hier, diese Art der Drechseleisen, deswegen habe ich die Schraube gemacht, kann ich wechseln und bei Bedarf, wenn ich jetzt wirklich andere Drechseleisen brauche, vielleicht so ein geschwungenen oder mit einer Spitze, dann kann ich den einfach tauschen, kann ich den einfach hier, jetzt den anderen jetzt vorgesehen, ich habe jetzt nur den Ehen, so kann ich den dann tauschen, festschrauben und dann habe ich dann meinen speziellen Griff. Brauche nicht immer einen neuen Griff zu drechseln und so habe ich dann wirklich meine ganzen Drechseleisen parat. Tausche ich einfach, nehme das andere Drechseleisen, was ich brauche, rein, zu und dann kann ich weitermachen. Ja, das war jetzt Sinn von meinen Drechseleisenhalter. Ja, ich bedanke mich bei dieser Firma, schaut mal hier. Die hat mir hier dieses Drechseleisen zur Verfügung gestellt. Hier noch ein kleiner Schlüssel dabei. Das ist sicherlich, ja, das ist der Schlüssel, um hier die Wendeplatte dann zu wechseln, falls sie mal stumpf ist. Also wie gesagt, ich bin wirklich ein guter Freund oder ein Freund von diesen Wendeplatten. Klar sind die Wendeplatten ein bisschen teurer, aber ich habe auch schon gesehen, dass man Wendeplatten auch nochmal zusätzlich schärfen kann. Also man hat wirklich, meistens ist es ja so, wenn man drechselt, dann sind meistens die Drechseleisen stumpf. Bei solchen Wendeplatten schraubt man lose, nimmt man die andere Seite, kann dann sofort weiter drechseln. Das ist natürlich der große Vorteil. Ne? Ja, das soll es gewesen sein von diesem Projekt mit diesem Drechseleisen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr sämtliche Links, auch von diesem Drechseleisen hier, wo es angeboten wurde. Und ich denke mal, von dem Preis her ist es wirklich auch akzeptabel. Ja, ich bedanke mich, dass sie mir hier dieses Drechseleisen zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr sämtliche Links dazu. Ja, das soll schon gewesen sein von diesem kleinen, aber feinen Projekt. Ich denke mal, dass ihr sicherlich dieses Drechseleisen häufiger in meinen Videos seht. Okay, ja, da bleibt mir nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich bin raus. Ciao.